Nördliches Weinviertel. Anfang September. Tagsüber hat es noch 26 Grad. Und jetzt beginnt es langsam abzukühlen. Die Trauben sind schon voller Saft. In der Nacht wird es heute nicht mehr als 9 Grad haben, hier in Falkenstein. Ende Februar. Die Sonne hat gerade begonnen, die Erde rund um Hagenbrunn langsam aufzuwärmen, als ein Schneesturm hereinbricht. Die Temperatur sinkt wieder unter den Gefrierpunkt. Nur zwei von vielen Ursachen, warum der grüne Veltliner des Weinviertels von der Natur mit einer einzigartigen Geschmacksnote beschenkt wird. Wenn wir uns Wein vorstellen, dann unterliegt Wein gewissen Entwicklungen, gewissen Moden, genauso wie alles andere. Und denkt man mal zurück, 25 Jahre, vielleicht auch 30 Jahre, war ganz eine andere Situation da. Wein war hauptsächlich Getränk, um Durst zu stillen. Damals hat man gesagt, okay, in Veltliner braucht man Liter. Und in 7/10-Flaschen, in der viel zitierten Bordeaux in Österreich, hat man Sorten wie Riesling und so weiter eingeführt, was man als wesentlich höherwertig damals angesehen hat. Die Zeit hat sich geändert. Der grüne Veltliner wird fast nur mehr in die üblichen 7/10-Flaschen eingefüllt und bekommt auch eine Krone. Denn diese Kapsel ist mehr als nur ein Verschluss. Sie ist ein Qualitätsversprechen und zugleich ein Zeichen einer Erfolgsstory. 2003 wurde das Weinviertel-DAC-Konzept eingeführt und die Weinmarke kreiert. Districtus Austriae Controllatus, so lautet die lateinische Bezeichnung. Die Maßnahme, die Herkunft über die Rebsorte zu stellen, bedeutet für das Weinviertel grüner Veltliner und keine andere Traube. Der heutige Weinbau mag nicht auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse verzichten. Das gilt sowohl für die Kellertechnik als auch für die Qualitätsbeurteilung. Neben der Laboranalyse, Alkoholgehalt von 12% und 6% Restzucker, prüft eine Kommission Aroma, Optik, Farbmuster und Geschmack. Dafür wird das Kriterium gebietstypisch verwendet und ein klares Geschmacksprofil definiert. Und was steckt nun in dem Wein, der dem Weinviertel DAC Geschmacksbild entspricht? Sehr viel Frische, sehr viel Würze, sehr vielschichtig. Ganz eine leichte Zitrusnote. Im Geschmack ist er sehr saftig am Gaumen, durch die Säure auch knackig frisch. Feine Pfefferigkeit in der Nase. Auch etwas cremig, eine gewisse Reife, durchaus eine Exotik. Hier sind einfach reife Früchte, Honig, Kräuter. Durchaus grüner Apfel. Sehr individuell, aber auch sehr prägnant. Und im Abgang eine tolle, für mich sehr, sehr, sehr reife, sehr runde Säure, die den Wein extrem lebendig macht und man ihn eigentlich auch sehr, sehr lang auf der Zunge behält. Nee, widerspiegelt einfach ehrlich eine ganze Region. Nicht aufgesetzt, nicht gemacht, sondern so in die Flasche gefüllt, wie er gewachsen ist. Und wachsen, das tut er hier schon, seit 2000 Jahren. Seit eh und je eine Visitenkarte und ein Namensspender der ganzen Region. Historisch war der Weinbau in diesem ältesten und größten Weinbaugebiet Österreichs meist nur ein Nebenerwerb. Jedoch kannte jeder den Wein aus dem Weinviertel, der früher als etwas säuerlicher Brünnerstraßler abgetan wurde. Für die Liebe zur hintergründigen Schönheit dieser Landschaft bedarf es oft des zweiten Blicks.
Das Land bezaubert unaufdringlich durch seine Stille. Hier wächst auf mehr als 6000 Hektar der grüne Veltliner. Das ist die Hälfte des gesamten österreichischen Bestandes und damit knapp die Hälfte weltweit. Und das in einer Region, die äußerlich und oberflächlich betrachtet nicht gerade typisch für eine Weinregion ist. Wenn man das aber näher beleuchtet, muss man dazu sagen, dass auf der einen Seite zum Beispiel bereits vor 2000 Jahren die Römer, wie sie den Limes durch Österreich gezogen haben, im Weinviertel Weinstöcke eingebracht haben und die dort prächtig gediehen konnten, was offenbar darauf zurückzuführen ist, dass diese Gegend eben doch, obwohl nicht von den Klimazonen her nicht typisch, aber trotzdem sehr gut dafür geeignet ist. Und das liegt sicherlich zum Teil daran, dass das Weinviertel sozusagen Ufergebiete eines ehemaligen, vor im Tertiär oder noch früher gelegenen Urmeers gelegen ist und wir daher hier diesen guten Lössboden haben, der für die Weinanzucht sehr gut geeignet ist. Erdgeschichtlich besteht das Weinviertel aus ganz unterschiedlichen geologischen Einheiten. Wir sehen im Westen einen Teil des alten Europa, während der Rest des Weinviertels eigentlich zu dem alpinen afrikanischen Kontinent gehört. Wir sehen hier im Westen Granite, kristalline Gesteine, die sehr alt sind. Wir sehen hier Sande, Tone, Schluffe und Kiese des Alpenvorlandes, die schon wesentlich jünger sind. Und hier das Rückgrat aus Festgesteinen, Kalksteinen und den Flüschgesteinen und östlich davon wieder Lockergesteinen des Wiener Beckens. Aber vielfach überdeckt wird das Gebiet von Löss, der eines der Hauptgesteine des Weinviertels ist. Der Löss. Eine Staubablagerung aus der Eiszeit. Ein ideales Substrat für den grünen Veltliner. Er weist hohe Porosität und Fruchtbarkeit auf. Sein Hauptbestandteil ist Schluff mit gewissen Varianten. Flüsch heißt eine davon. Dieses Land ist kein homogenes Ganzes, sondern ein Konglomerat verschiedenster Bodentypen. Die Vielfalt des Weinviertels zeigt sich oft innerhalb weniger Kilometer. Auf Stein, wie Granit oder Schiefer, kehrt der Wein seine zarte Seite hervor und erfordert genaues Reinspüren. Wachsen Rebstöcke auf Böden, in denen Wasser gut gespeichert wird, wie Lehm oder Löss, wirkt der Wein daraus mächtiger. Die Mineralität ergibt sich aus dem Nährstoffmix des jeweiligen Bodens, die durch die Vinifizierung möglichst nicht überdeckt werden soll. So die Theorie. Und die Praxis? Steinobst, Würze, Pfeffrigkeit dürfte ein Lösboden sein. Zitruskräuter, Würze, Pfeffrigkeit, Mineralik, Reife am Gaumen, Pfeffrigkeit, dürfte ein Sandboden sein. Elegant, zarte Pfeffrigkeit, dürfte ein Gneisboden mit einer Sandauflage sein. Würze, etwas Honig, dürfte ein Granitboden sein. Also wir haben eine einheitliche Grundstruktur durch den Löss mit doch gewissen Variationsbreiten. In dem Fall müssen wir sagen, Gott sei Dank, dass es so ist, dass der Boden in Wein ganz massiv prägt, aber die Pfefferigkeit doch immer irgendwo vorhanden ist. Die besondere Geschmacksnote hängt aber nicht nur vom Boden ab. Also speziell beim grünen Veltliner zum Beispiel ist es so, dass eine ganz bestimmte charakteristische Dauer der Sonneneinstrahlung und insbesondere, und das kommt eben unserer Heimatregion Niederösterreich sehr zugute, insbesondere Lössboden für die Anzucht dieser Traube und die Ausbildung der entsprechenden Stoffe
sehr wichtig und sehr, ganz besonders gut geeignet ist. Insbesondere das für den grünen Veltliner typische pfefferartige Aroma, also dieses modifizierte Pyrazin, ist sehr abhängig davon, dass ganz bestimmte Sonnenlichtzyklen auf die Traube einfallen. Und das scheint in unseren Gegenden eben am optimalsten verwirklicht zu sein. Nirgends ist die Kombination der Standortbedingungen so ideal für den grünen Veltliner wie im Weinviertel. Typisch sind heiße Sommer und kalte Winter. Schnee fällt eher wenig und wird meist sofort vom Wind verblasen. Kennzeichnend sind rasch wechselnde Wetterbedingungen in allen Jahreszeiten und hohe Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Diese besondere Pflanze ist 365 Tage im Jahr diesen Einflüssen ausgesetzt, auch wenn sie scheinbar schläft. Jahrhunderte, möglicherweise anderthalb Jahrtausende lang, hat sich diese Weinpflanze an diese Standortbedingungen angepasst und sich weiterentwickelt. Durch das ständige Ausprobieren der Natur auf der Suche nach der besten Art ist auf wundersame Weise der grüne Veltliner entstanden. Ohne Zutun des Menschen. Durch eine natürliche Kreuzung zweier Rebsorten, des Tramines und des St. Georgen. Hier herrscht ein gemäßigtes kontinentales Klima mit sehr wenig Niederschlag. Wenn es regnet, dann meist im Sommer und kurz und kräftig. Der Regen löst die Mineralstoffe im Boden, die dann von der Wurzel aufgenommen werden. Je kühler ein Jahr ausfällt, desto deutlicher spürt man die Lebendigkeit der Säure. Doch es sei der Natur gedankt, dass nicht jeder Jahrgang gleich schmeckt. Daher sind Weine aus Jahrgängen mit hoher Feuchtigkeit eher mineralischer als wie Weine aus trockenen Jahren. Und diese Weine natürlich auch pfeffriger in unserem Sinn. Das bringt natürlich für die Winzer eine, ich nenne das immer eine enorme Spielwiese, für einen Kellermeister ein Eldorado, wo er seine einzelnen Böden ausnützen kann, wo er sein Wissen um den gesamten Wein, um den Ausbau im Keller und so weiter ins Fass hineinbringen kann und später in die Flaschen. Und dadurch ist natürlich für einen Weinbauern unheimlich interessant, mit einer einzigen Sorte sehr, sehr viele verschiedene Weine zu produzieren können, die aber eins gemeinsam haben. Nach der Einführung des DAC-Systems traten junge, ambitionierte Weinbauer auf den Plan. Eine neue Generation von Winzern kombiniert die Erfahrung ihrer Eltern mit dem Wissen von Fachhochschulen, Akademien und Bildungsreisen. Der Weinbau ist kein Nebenerwerb mehr. Viele Betriebe, die einst die Trauben an Sektkellereien oder Genossenschaften verkauften, beschäftigen sich nun selbst mit Leidenschaft, Kreativität und Selbstvertrauen mit der Vinifikation des Rebmaterials. Die jungen Winzer haben ihre Chance erkannt, mit dem grünen Veltliner den Wein zu kultivieren, der sich von allen anderen abhebt. Hand in Hand mit konsequent durchgeführten Marketingstrategien, die dem Weinviertler Wein neue Märkte erschließen. Die Dörfer ohne Rauchfang. So nennt der Volksmund die Kellergassen. Sie umrahmen die Weingärten im Weinviertel und gelten als sein Markenzeichen. Weitgehend haben die Kellergassen ihre Bedeutung für die Weinproduktion verloren. Immer weniger Winzer lassen hier noch in Holzfässern ihre Weine reifen. Aber mehr als 1000 Kellergassen gibt es noch im Weinviertel. Die meiste Zeit des Jahres sind sie stille Stätten und dienen gelegentlich als Treffpunkte, auch um den grünen Veltliner zu zelebrieren. Ein Ort zum Verweilen, für gemütliche Spaziergänge und um die Ruhe zu genießen.
Was wusste der Mensch über den Wein zu der Zeit, als noch in den Kellergassen gekeltert wurde? Ich bin überzeugt davon, dass die Leute damals beim Auspflanzen von Grüner Veltliner ganz genau gewusst haben, wo sie aussitzen, warum der so stark verbreitet ist, weil er ganz einfach perfekt zu unserem Boden passt und, glaube ich, auch, weil er perfekt zu unseren Speisen passt. Also der grüne Veltliner liebt sowohl auch fruchtige Speisen, das heißt Speisen in Fruchtkombination, sei es jetzt eben jahreszeitenbedingt die Zwetschge oder schon etwas früher natürlich den Pfirsich. Genauso gern hat er aber eher kräftige, würzige Speisen, die man einfach mit wirklich viel frischen Gewürzen und frischen Kräutern abgeschmeckt hat. Also das liebt er. Natürlich auch etwas feinere Speisen, sei es Fisch, ja, dazu auch irgendeine passende, durchaus eher säurebetontere Beilage, harmoniert sehr gut zum grünen Veltliner. Oder natürlich dann auch Veltliner Reserve, durchaus üppige, kräftige Soßen, also das liebt er. Guter Wein und gutes Essen gehören zusammen. Aber der grüne Veltliner ist ein besonders geeigneter kulinarischer Begleiter. Wie kaum einen anderen Wein kann man den grünen Veltliner zu jedem Gang eines Menüs servieren. Sei es zu Hausmannskost oder regionaler Spitzenkulinarik, gleich zwischen den Reben genossen. Wie beim Tafeln im Weinviertel. Nach dem Motto Reisen zum Wein. Die Weingenießer begeben sich an den Ort, an dem der Wein wächst und setzen sich immer mehr mit Terroir, der Kultur und der Kulinarik einer Region auseinander, um das Verständnis für den Wein und seine Herkunft zu vervollständigen. Rot und Wein ist das Thema der Niederösterreichischen Landesausstellung 2013. Beide Nahrungsmittel haben mythologische Bedeutung und sind zugleich Wirtschaftsfaktor und Lebensnotwendigkeit. Beiden bietet das Weinviertel den idealen Nährboden. Im Mittelpunkt bei allen Festen und Veranstaltungen der grüne Veltliner. Doch das beschränkt sich schon lange nicht mehr auf das Weinviertel. Es ist einfach vom Geschmack her, von seiner Frische her einfach unverwechselbar und somit auch international als Speisenbegleiter hervorragend einzusetzen. Sei es in der asiatischen Küche, aber auch in der mediterranen Küche findet er eben für die Gäste ein besonderes Geschmackserlebnis und wirklich ein hervorragender Begleiter. Die unverwechselbare Aromatik des grünen Veltliners auch im Ausland bekannt zu machen, dafür sorgen das regionale Weinkomitee und das nationale Weinmarketing. Regelmäßig ergehen Einladungen an internationale Journalisten, Sommeliers und Weineinkäufer. In der Spitzengastronomie schon lange ein Begriff, wandert jetzt der grüne Veltliner von der exklusiven Vinothek in die Weinregale des Einzelhandels. Von Tokio bis New York, von Toronto bis Moskau. Bei so viel Know-how-Transfer nach außen, besteht dann nicht die Gefahr aufkommender Konkurrenz? Der grüne Veltliner wird auch in anderen Ländern angebaut. Die Experten testen hier einen grünen Veltliner aus Neuseeland. Dem Wein aus Neuseeland wird höchste Qualität bescheinigt, doch etwas fehlt. Keine Überraschung. Der Pfeffer. Nun, wie kann man sich den Pfeffer im Wein überhaupt vorstellen? Wie spürt man ihn? Doch nicht etwa durch Schärfe auf der Zunge. Also er schmeckt nicht nach Pfeffer, sondern es ist einfach der Duft. Ja, das ist diese extreme, frische, würzige Nase, die der grüne Veltliner hat. Dann geht es hier mehr um den Geruch,
die Würzigkeit, die einfach Pfeffer ausstrahlt und Pfeffer auch zeigt. Nicht zu nah hergehen, sondern von weiter. Dann hat man diese Pfefferaromen aufsteigen aus dem grünen Veltliner Glas. Wenn Nahrung in den Mund kommt, werden die flüchtigen Stoffe sofort in die Rachenhöhle aufgenommen und wandern dort in die Nase, in die Nasenschleimhaut. Und dort besitzt der Mensch einen Bereich, wo an die 400 Rezeptoren sind, die in der Lage sind, diese flüchtigen Stoffe zu binden. Aber die Kombination aus diesen 400 miteinander und zum Teil auch mit den Geschmacksrezeptoren in der Zunge macht dann eigentlich erst den Geschmack aus, den wir wirklich empfinden. Und insofern kann man auch tatsächlich sagen, dass eben ein Sommelier hier diese Erfahrung besitzt, um diese Stoffe auch tatsächlich festzustellen. Und je kräftiger die Weine werden, desto mehr zieht sich dieses Pfefferl eigentlich zurück und kommt dann erst am Gaumen zum Vorschein und widerspiegelt dann den typischen Geschmack vom grünen Veltliner. Die Pfeffernote. Der gebietstypische Geschmack des Weinviertel DAC ist also tatsächlich vorhanden. Wissenschaftlich und sensorisch nachgewiesen. Dank der Summe der Komponenten erhält der grüne Veltliner nur in dieser Region diese liebevoll Pfefferl genannte Geschmacksvariante. Für manche verpönt oder als seltsam empfunden, eignet sich der grüne Veltliner ideal als Bestandteil des bekanntesten österreichischen Longdrinks, des Spritzers. Die Kohlensäure ist ein Gas, das aus der Flüssigkeit wieder aufsteigt. Und bei diesem Aufsteigen reißt es auch Aromastoffe mit. Das heißt, wenn Sie einen Spritzer herstellen, kommen diese Aromastoffe sozusagen stärker mit Ihrer Nase und mit Ihrem Gesicht in Kontakt, als wenn Sie den Wein still trinken. Und das könnte theoretisch durchaus zu dem Erfolg des Spritzers beitragen. Das DAC-System verhalf zur klaren Identität, dem Pfefferl als unvergleichbare Geschmacksnote des Weines einer Region, in der der Wein manchmal sogar aus dem Brunnen fließt. Die Pfeffernote bleibt auf jeden Fall erhalten, bei den frischen jungen Weinen genauso wie bei den mittlerweile eingeführten Reserveweinen. Die DAC-Weine des Weinviertels sind inzwischen zum Aushängeschild der österreichischen Wirtschaft geworden. Dieses Modell kann auch in anderen Branchen angewendet werden. Sowohl die Betonung der Herkunft wie auch der Grundsatz, weniger ist mehr. Die Ertragsbeschränkung hat natürlich auch seines dazu beigetragen. Und gerade diese Ertragsbeschränkung ermöglicht es den Rebstöcken, die aufgenommenen Mineralstoffe aus dem Boden auf weniger Trauben zu verteilen. Dadurch sind die einzelnen Trauben konzentrierter. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir die Pfeffrigkeit heute mehr spüren als wie vor vielen Jahren. Das Wichtigste ist, dass man einfach erkannt hat, dass einfach der Weg nur in Richtung Qualität gehen kann und nicht in Quantität. Und das schlägt sich eben natürlich auch auf das Weinviertel nieder und steht eine rosige Zukunft bevor. Eben ein Miteinander, sei es mit den Winzern, aber auch natürlich mit der Kulinarik. Vollkommen gelungen wird der internationale Durchbruch des pfeffrigen grünen Veltliners allerdings erst sein, wenn die Taste Ü auf der englischen Tastatur erscheint. Aber wenn man die Herren Apple, Microsoft und wie sie alle heißen, einmal überzeugen davon, dass das machen, dann glaube ich, haben wir es als österreichische Weinbauern geschafft.